I'm just a poor wayfaring stranger traveling through. Nichts ist so, wie es ist, sondern so, wie es wirkt, hat mir mal vor 20 Jahren also ein ziemlich schlauer Mensch gesagt. Oder verschiedene Blickwinkel, das trifft es auch. Ich rede von der Crawler City History Reihe, die habe ich jetzt komplett abgedreht. Das sind insgesamt 6 Teile, also 5 Jahre Spielereignisse, also 5 Jahre Spielereignisse und ein Jahr bzw. ein Sonderereignis, was ich auch separat, sag ich mal, darstellen wollte. Ja, ich sag mal, ich habe jetzt 2018, 2019 und 2020 veröffentlicht. Es ist alles, sag ich mal, hochgeladen. Also es ist auf unserem YouTube-Kanal. Es ist eben halt nur noch nicht veröffentlicht. Das werde ich jetzt Schritt für Schritt machen. Und ja, war mega viel Arbeit. Also zum einen, 5 Jahre Crawler City bedeutet natürlich auch brutal viele Erlebnisse, Bilder, Ereignisse, Hörensagen, Gerüchte, sag ich mal, und das habe ich alles versucht in dieser Reihe letztlich mit anzubringen. Ich bin jetzt fertig, bin auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, weil 5 Jahre Crawler City ist, sag ich mal, auch schon eine lange Zeit. Viele Veranstaltungen haben eben halt nicht so lange durchgehalten, wo eben halt keine Firma dahinter gestanden hat, sondern Privatpersonen, so wie wir es auch sind. Und deshalb bin ich da schon auch ein bisschen stolz, dass es so weit bisher gekommen ist. Ja, deshalb gönne ich mir jetzt auch einen schönen Whisky. Und ja, für die Hardcore-Whisky-Trinker, ich trinke den mit Cola. Und wisst ihr warum? Weil ich es halt einfach mag. So, also Prost, Leute. Ich möchte aber ganz kurz nochmal darauf eingehen. Ich habe das aus meinem Blickwinkel erzählt, weil ich habe schon die ein oder andere Nachricht bekommen, wo jemand sagt, naja, aber so war das ja nicht wirklich. Ja, das mag so sein. Und das sind eben halt diese unterschiedlichen Blickwinkel, die jeder von uns auch hat. Es gibt ja immer unheimlich viele Gerüchte auch auf der Crawler City. Oh, da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. So, und es gibt IT-Gerüchte und natürlich auch unheimlich viel OT-Gerüchte. Ja, also ich sag mal, die Veranstaltung wie eine Crawler City, sag ich mal, zwar eine kleine Veranstaltung, aber doch mit einem ziemlich festen Teilnehmerkreis und es kommen ja immer wieder neue dazu. Und es gehen auch immer wieder welche, die halt sagen, nee, gefällt mir nicht, wie es jetzt gerade abläuft. Aber genau, das ist ja der Punkt, wo ich halt sage, wir scripten das Ding nicht, sondern wir sagen, okay, das Ding läuft halt, wir schaffen einen Rahmen und dann entwickelt es sich. Natürlich achten wir auf Ereignisse und zwischen den Veranstaltungen gucken wir natürlich auch, was war gut, was war nicht so gut. So, und versuchen dann auch, sag ich mal, unser Spielsystem, also unsere Mechaniken zu verbessern. Oder wo wir halt sagen, Mann, das ist so mega kompliziert, komm, das schmeißen wir raus. So. Da gucken wir schon. Aber gerade der Blickwinkel ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Und ich sag mal, ich habe es wirklich versucht, aus meinem Blickwinkel auch zu erzählen. So, und ich sag mal, wenn ich den Blickwinkel, ich sag mal, wenn jetzt irgendein Xavier, der schon lange dabei ist, sich das anhört, dann sagt er, so war das nicht. Ja, so. Mag durchaus sein. Dass die Gründe, warum man etwas getan hat oder warum etwas sich so ereignet hat, eben halt anders waren. Aber das, was ich erzähle, das hat sich also auch so ereignet. Ja, also da habe ich jetzt nicht gesagt, das war nicht so, sondern das waren Dinge, die sich so ereignet haben. Und das habe ich dann auch immer gesagt, wenn es sich so ereignet. Dann habe ich das selbst als IT-Charakter eben halt mitbekommen. So, welche Schlussfolgerungen ich daraus ziehe, das ist was völlig anderes. Warum man jetzt zum Beispiel zusammengesessen hat, ist ja im 2019er Video, beschreibe ich ja, wie die Unbekannten, die Peltris und auch die Selvias abends bei der Brandrede von den Unbekannten dabei waren. Warum die Selvias da gesessen haben, das weiß ich nicht. Und im Grunde genommen, sage ich mal, ist das auch nicht wirklich relevant. Das Entscheidende ist, dass sie dort gesessen haben. So, und das ist eine Tatsache, nur mal als Beispiel.
Ja, so, und da kann ja jetzt jeder für sich interpretieren, warum war das so? So, der eine sagt, ja, die wollten nur mal ein Bier trinken und haben sich das zufällig mit angehört. Der nächste sagt, die waren fest verbündet mit den Peltries, weil die gemeinsame Sache gemacht haben und haben deshalb gesessen. Der dritte behauptet, die waren hier Best Friends mit den Unbekannten. Was wirklich die Hintergründe waren, weiß ich nicht. So, und muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich nicht wirklich relevant, weil das ist ja das Schöne. So kann ich ja, sag ich mal, auch mein Spiel interpretieren. Das heißt, wenn ich solche Sachen sehe, dann kann ich ja da für mich herausziehen, wie in der Realität auch, okay, wie gehe ich damit um? Und das ist eben halt diese verschiedenen Blickwinkel. Jeder geht ja aus verschiedenen Perspektiven dort ran. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Geschichte, um eben halt einfach zu verstehen, man kann das im Spiel nutzen, dieses Unterschiedliche. Sag mal, diese Videos, das war ja ein Vorschlag von einem Teilnehmer, der gesagt hat, hey Mann, man weiß überhaupt nicht, wer mit wem, wann, sich wie, wo ins Bett gelegt hat. Klar, weil wir den Verlauf nicht vorgegeben haben. Das heißt, es entwickelt sich so und also entwickeln sich auch ja, Bündnisse und die verändern sich auch. Heute Freund, morgen Feind. Ja, so und auch was die Spieler untereinander haben. Ja, aber genau das ist doch das, sag ich mal, wo man jetzt mit so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund der Crawler City, sag ich mal, auch während der Veranstaltung IT spielen kann. Sag mal, ob der Priester wirklich dem Doc den Auftrag gegeben hat, den Lutz von Bülow umzubringen, da könnte er ihn ja fragen. Aber Fakt ist, dass der Doc den Bülow umgebracht hat. Wer an der Stelle der Auftraggeber war, warum, wer war dort involviert, das weiß ich nicht. So, das könnte so sein, aber genau das kann man doch dann sich, sag ich mal, im Spiel erarbeiten. Also nicht nur immer im Spiel sein, sondern sich auch so ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen, weil das bringt extreme Spieltiefe. So, jetzt wird ja immer gesagt, das muss man alles IT erspielen und das muss man im Spiel herausfinden. Ja, aber wir spielen knapp 60 Stunden. Und ich sag mal, und das ist ja kein, ich nenne es mal, wie kann ich es ausdrücken? Lab, wie es andere gibt. Sondern unser Rollenspiel ist ja sehr stark darauf ausgelegt, sage ich mal, auch diesen Survival-Gedanken mit reinzubringen. Das heißt, du musst tatsächlich, sage ich mal, dich anstrengen, um an Ressourcen ranzukommen. Das heißt, man ist teilweise während der Veranstaltung so fokussiert, dass man für solche Sachen nebenbei weniger Zeit findet. So, und das soll so ein bisschen, diese Crawler City History-Reihe, soll da so ein bisschen die Brücke bauen. Aha, ich erfahre Dinge, die jeder erfahren würde, der sich mit mir hinsetzt und mich etwas fragt. Das würde ich dem so erzählen. Also das sind auch keine OT-Geschichten, die ich da erzählt habe, sondern das sind IT-Sachen. Natürlich habe ich ein paar Dinge mit eingebaut, um ihm halt so eine Brücke zu bauen. Ja, ich sag mal, wir machen auch manchmal zwischen den Jahren IT-Dinge, um irgendwas zu regeln. Ja, wenn es also, sag ich mal, Schwierigkeiten gegeben hat. So, und dem Ganzen geben wir dann natürlich auch einen IT-Rahmen. Also wenn es jetzt OT irgendwelche Differenzen gegeben hat, dann versuchen wir das natürlich, sag ich mal, einzufangen. Und das habe ich dann so ein bisschen IT auch verpackt, damit es, sag ich mal, einen Sinn ergibt. Ne? Ich meine, wir spielen nur einmal im Jahr und das sind für 60 Stunden. Und das, was mittlerweile gelaufen ist, ist eben halt brutal viel. Das soll diese Reihe eben halt sein. Ich habe also auch schon unterschiedliches Feedback, also persönlich bekommen. Die einen sagen, ey Olli, mega geil, das hat so viele Bilder hervorgerufen. Also auch, wenn du das nicht erwähnst, aber die Situation und was danach passiert ist, auf einmal habe ich 1000 Bilder im Kopf gehabt. Ja, also ey, mega geil und das ja, hat mich total auch wieder angefixt. Ich habe voll Bock drauf, können wir nicht mehr Crawler Cities im Jahr machen. Dafür ist es halt leider ein bisschen zu viel Aufwand, um das mehrfach zu machen. Aber genau das soll es sein. Und andere, die vielleicht, sage ich mal, einfach Bock auf die Veranstaltung haben, die dann sagen, hey, Achtung, ich höre es mir mal an, dann weiß ich wenigstens so ungefähr, was passiert ist. Ja? So, dann weiß ich schon mal, okay, das ist die Fraktion, das ist der, aha, der ist mit dem verbandelt, das ist so. Weil die Zeit, das IT rauszukriegen, ist eben halt sehr, sehr schwierig. Und ich sag mal, da müssten wir 2 Wochen hintereinander spielen, damit man da dann erstmal 3-4 Tage genau so einen Einstieg sich erarbeiten kann, um dann eben halt weiterzumachen. Deshalb
bitte, bitte, Leute, meine Sicht, meine IT-Sicht, ich meine das auch überhaupt nicht böse, sondern im Gegenteil, ich finde es total geil, dass solche Sachen so entsteht oder entstehen und, sag ich mal, ich mir mein eigenes Bild auch so ein bisschen kreieren kann, so, und dass der eine vielleicht da ein bisschen schlechter in meiner Darstellung ist als der andere, ist nicht schlimm. Ich feiere alle Leute, die zur Crawler City kommen, weil genau diese Menschen, nämlich ihr macht aus der Crawler City das, was sie heute ist, ein, sag ich mal, wahnsinnig schönes, immersives Event, ja, was mir persönlich eine extreme Spieltiefe gibt, auch mit eurer Kreativität, mit euren Ideen. Ich feiere das eben halt einfach mega ab. Also deswegen nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Und dieses Video werde ich auch jetzt kurzfristig veröffentlichen. Also das wird nicht erst nach dem sechsten Teil der History-Reihe veröffentlicht, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Informationen vorab zu verstehen und es soll sich auf keinen Fall jemand auf die Füße getreten fühlen. Ich würde es toll finden, wenn mehr Leute Kommentare da lassen, auch das ein oder andere mal sagen, liken, den Kanal abonnieren. Sag mal, umso mehr Leute das machen, umso präsenter wird die Crawler City. Und ich sag mal, umso mehr Leute am Ende auf dem Event sind, umso mehr Spaß haben wir ja auch alle. Und ich freue mich auf jeden Fall mega auf euch im nächsten Jahr. Und wir sehen uns bis dann. Ejo, macht's gut.